Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, Mac Burago, und diese Therapie ist kostenlos. Wir sind ja bei Let's Play Mafia, Mafia 2, The Classic Edition aus Jahre 2010 und sind dabei, den Tresor zu öffnen, um Tankmarken zu klauen. Weil wir sind 1945, Sprit war knapp. So, wer das spannend und interessant findet, aber gerne die ganze Playlist haben will, einfach mal hier oben, da ist das i, da könnt ihr hinklicken, da kommt ihr zur Playlist. So, jetzt öffnen wir mal die Bolzen bewegen. Banner benutzen? Ach so. Okay. Okay, einmal die Tür geöffnet. So. Da gibt es eine Alarmanlage, so wie das ausscheint. Safe öffnen. Können wir die irgendwie ausschalten? Das wäre halt auch praktisch. Scheint aber nicht so, als könnten wir das. Oh. Alles klar, super. Marken genommen. Mist, Alarm ausgelöst. Okay, da ist ein bisschen. Hier spricht die Polizei von Empire City. Das Gebäude ist umstellt. Kommen Sie mit erhobenen Händen heraus. Wenn Sie sich nicht sofort ergeben, eröffnen wir das Feuer. Die Frage. Ich brauche Hilfe. Ah, Mist, haben wir uns gesehen. Okay, die sind genau da, wo wir sind. Okay, so geht das halt auch. Die Frage, ob wir sie einfach hier rausbewegen können. Dafür werde ich die vier teilen, nachdem du tot bist. Dann komm her. Okay, wie sollen wir das machen? Ja, das lief ja schon mal kacke. Du wurdest getötet, aber es war echt kacke. Du hast auch keine Chance gehabt. Hier ist der Schlüssel. Und jetzt schnell zum Safe. Okay. Problem ist nur, dass die Typen... Oh, das wird ja immer besser. Sie besucht ihre Mutter auf dem Land. Oh ja, ich verstehe. Und was siehst du dir auf deinem tollen Fernseher so an? Hauptsächlich Zeichentrick. Das heißt, Tür öffnen. Zeichentrickfilme. Das ganze Geld für Zeichentrickfilme. So, wir wissen, dass er nichts bringt, wenn wir die vorher erledigen. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Verdammt! Aber hör zu, bei so einem Zeichentrickfilm ist mir eine Idee gekommen. Oje, jetzt kommt wieder was. Okay, das hört Einstein. Okay, Tür öffnen. Doof ist natürlich, wenn du ja den Schlüssel hast und der Alarm auslöst. Doof ist natürlich, was klar ist, aber keine Chance, den Alarm zu verhindern. Hast du Kleber geschnüffelt? Wie zum Teufel so. Wieso? Wie kommt der gleich hierher? Das
Gebäude ist umstellt. Kommen Sie mit erhobenen Händen heraus. Wenn Sie sich nicht sofort ergeben, eröffnen wir das Feuer. Okay, versuchen wir es nochmal mit Verstecken. Okay, die rennen vorbei. Die kommen alle die Treppe lang hoch. Gut, da hängen wir auch fest. Also es ist doch ganz gut, wenn wir die vorher alle umnieten. Ah, hier ist der Schlüssel. Und jetzt schnell zum Safe. Problem, schnell zum Safe wird nicht gehen, weil... Das wird ja immer besser. Wir warten. Sie besucht ihre Mutter auf dem Land. Oh ja, ich verstehe. Und was siehst du dir auf deinem tollen Fernseher so an? Hauptsächlich Zeichentrickfilme. Wie läuft derzeit nicht? Wir mal lieber hier warten. Zeichentrickfilme. Das ganze Geld für Zeichentrickfilme. Oh Mann. Der Verkäufer sagt, wenn der Krieg erst vorbei ist, werden sie auch Sport zeigen. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Tür öffnen. Aber hör zu, bei so einem Zeichentrick. Naja, wir können ja auch Folgendes noch machen, Leute, alles vorbereiten. Kommt wieder was. Okay, lass hören, Einstein. Ja, das soll geil Glück heute hier. Wie meinst du das? Oh. Okay, haben wir erledigt. Das Problem ist, was könnte man tun, damit der Alarm nicht auslöst? Geschnüffelt? Wie zum Teufel soll das denn gehen? Naja, so ganz habe ich's noch nicht raus. Wenn man vielleicht so eine Box mit Knöpfen hätte, mit der man den Typen steuern würde. Genau. So ein Knopf lässt ihn gehen, ein anderer schießen, wieder ein anderer vielleicht. Ach, wir warten einfach mit hier. Das ist eine tolle Idee. Klingt ja spannend, aber das wird nie passieren. Ach ja? Das wird ganz sicher irgendwann mal einer erfinden. Hundertprozentig. Aha, aber sicher doch. Okay. Wir warten mal wieder ab, bis der da rum ist, dann legen wir den um, den anderen, und dann wird flüchten. Das heißt aber für uns, wir müssten normalerweise rüber in die andere Richtung und nicht runter. Könnten wir mal gucken, vielleicht in den Nachbarraum. Okay, er bewegt sich. Alles klar. Da läuft es schön lang. Da sieht man die Taschenlampe. Eigentlich würde es auch gehen, einfach die Tür aufmachen. Buff, bang, Tür in die Fresse. Oh, erledigt. Jetzt können wir den auch da liegen lassen. Juckt die Ecke mehr. Dann schalten wir den unten noch aus. Die Frage, hier gibt es leider keine Tür. Okay, haben wir den Freund da? Leiche ausschalten. Interessant, jetzt ist er erst eine Leiche. Aber wir schalten die Leichen vorher schon aus. Mal erstmal vorbereitet. Den Safe öffnen. Schauen wieder. Spannend ist halt, wie gesagt, dass der Alarm losgeht. Das ist halt das Merkwürdigste. So, die Cops kommen reingestürmt. Das Gebäude ist umstellt. Kommen Sie mit erhobenen Händen heraus. Wenn Sie sich nicht sofort ergeben, eröffnen wir das Feuer. Okay. Die Jungs im Knast werden nicht vernassen. Mal sehen, was passiert. So, für alle Fälle haben wir schon mal die Kanone rausgeholt. Schade, dass man auf dem Radar ist, nicht sieht, auf welchem Level die sind.
Okay, die stehen da und drehen sich. Krasse Scheiße! Was war das? Du hast gar keine Chance, die wollen umgenietet werden. Heilige Kacke. So, hier kommen wir sowieso nicht runter. Wir hätten sowieso da drüben runtergemusst. Ach du Kacke. Also man hat gar keine Chance, denen zu entkommen. Die wissen, wo du bist und warten darauf, dass du dich zeigst. So, wir werden aber so verschwinden, wie wir gekommen sind. Kanone verstecken. Tür zu. Hinten durchs Fenster lieber mal raus hier. Ach, durchklettern. Oh. Lief ja alles andere, nur nicht wie geplant. Ja, mach die mal schön darüber. Ja, lass sie nicht hetzen. Kehr zu Freddys Bar zurück. So. Gespeichert! Das ist auch schön. Oh, das heißt, nach dem Stress können wir die aber beiseite packen. Weil hat sie erledigt. Unser Auto steht da drüben. Ist auch krass, wie schnell die Polizei da war. Und wie schnell die im Gebäude waren. Wie schnell die wussten, wo man ist. Oh, kurz mal. Super Wände hier. Wände wollten wir eher so in die andere Richtung. Wände. Oh, komm, der Gas geben. Omi ist nicht dabei. Brauchen wir gerne Rücksicht nehmen, ja. Den Arsch angedüpft. Mann, sieht der schlimm aus von vorne. Oh, Freddy ist wahr, ja. Oh, steig. Jetzt haben wir die Hupe gefunden. So, wo seid ihr denn? Ach, wieder bestimmt oben. Wo sonst? Alle klar. Und, wie ist's gelaufen? Leider ziemlich unschön. Konnt's nicht verhindern. Wir hatten eine Abmachung. Weißt du noch? Wenn's Probleme gibt, kriegst du nur ein Drittel der Kohle. Okay. Na, dann lass mal sehen. Scheiße. Stimmt was nicht? Das kannst du laut sagen, dass was nicht stimmt. Diese okay. Marken haben nämlich ein Ablaufdatum und das ist zufällig morgen. Und was genau bedeutet das? Das bedeutet, dass sie dann verdammt nochmal wertlos sind. Aber warte mal. Wenn du sie bis Mitternacht an den Tankstellen abgibst, können die sie abstempeln und einlösen. Also klapperst du jetzt fleißig Tankstellen ab bis Schlag 12, sonst schauen wir in die Röhre. Wenn du sie nicht loswirst, gehst du leer aus. Moment, alles das klar. War nicht abgemacht. Von dem Ablaufdatum war nie die Rede. Tja, ist eben scheiße gelaufen. Ja. Wenn du das über die Bühne bringst, hast du ganz was scheiße. Gut bei mir. Na, deswegen keine Geschäfte mit der Macht. Je mehr Marken du loswirst, desto mehr Kohle gibt's. Okay. Es wird spannend. So, Zeit läuft. Eine Zeitquest. Verkaufe die Marken vor Mitternacht an Tankstellen. So, Tankstellen sind gelistet. Ja, bis dann, Kumpel. Ja, bis dann. So, das heißt, wir huschen mal hier in so unser super Auto rein. So, dann werfen wir mal einen Blick auf die Map. So, wir könnten jetzt anfangen, die da an. Wir fangen mit der da an. Dann können wir nämlich dann die andere da drüben auch noch mitnehmen. Weg, ich muss zur Tankstelle. Im wahrsten Sinne des Wortes zur Tankstelle. Oh, das war aber ein schöner Drift gerade. Einmal Applaus bitte. Oh, wo ist die Ah, da. Du
gut ist, dass man die Tankstelle einigermaßen umzieht. So, Benzinmarken verkaufen. Hören Sie, ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Wenn Sie sie wollen, sind günstig. Ja, in Ordnung. Immer her damit. So, dann markieren wir die nächste Tankstelle schon mal. Alles klar, hier. Und kein Wort zu niemandem, verstanden? Versteht sich, Kumpel. 35 Dollar. Das will ich hoffen. Ja, da, Tankstelle. Wegmarkt. Ja. Läuft super kacke. So wären wir ja nicht Freunde. Ja, wenn wir gucken, ob wir hier vorankommen. Wenigstens mal ein Auto, was relativ schnell ist. Schön auf die Tube drücken jetzt hier. Problem ist, das Auto ist nicht schnell, das schlägt dann aber auch leider ein wie eine Bombe. Läuft super. Jetzt qualmt du schon wieder. Aber davon lassen wir uns nicht stören, da vorne sehe ich so ein bisschen grün, das heißt, da ist eine Tankstelle. Oh, hier lang rein, hier lang rum, hier rein, ja. Man beachte auch hinten sportliche. Hey, ich habe ein paar Benzinmarken übrig. So, dann denken wir als nächstes dann den hier. Interessiert? Ja klar, sicher doch. Okay, hier. Hier mit der Kohle. Ja, okay. Und wieder 35. Danke, Kumpel. Und du hast mich nie gesehen, klar? Könnt ihr hier kurz das Auto reparieren, aber dafür ist die Kohle mir zu schade, bin zu geizig. Und er fährt's ja noch. Und solange es fährt, warum reparieren? Okay, da kommt die Cops. Hier lang rum. Auf wieder auf die Bremse, Handbremse, rum und geht weiter. Oh, da ist die Lücke. Handbremsen, einlenken, weiter, Gas. Und irgendwo hier müsste jetzt eine Tankstelle kommen. Da ist sie doch schon. Hey, So, wo, dann haben wir da drüben die nächste. Wie wär's mit ein paar Benzinmarken? Warum nicht? Das ja. Bleibt aber unter uns, in Ordnung? Kein Problem. Natürlich. Gilt aber auch für dich. Ah, der Sprit ist schon fast alle. So. Ja, Benzin kaufen. Will Benzin kaufen. Voll tanken, Chef. Voll tanken, bitte. Geht klar, Kumpel. War schneller. Aber wie gesagt, unten sieht man, da blinkt nämlich die Tankleuchte. Das wird ganz doof, sorry, wenn die... Sorry wegen dem Preis, aber der Sprit wird immer teurer. Harte Zeiten. $2.90. Reicht mir jetzt. Kann ich noch was für Sie tun? Ja, dich verpissen. Man sieht sich. Einmal voll tanken für 2,90. Das ist doch ein Traum. Der Sprit wird teuer. Wann habt ihr das letzte Mal für 2,90 voll getankt? Tja, und der Typ hat sich gerade auf die Fresse gelegt. Schöne Kombi, jetzt geht's ja immer vorne rechts rum, da sind schon wieder die Kombi unterwegs. Oh, Chinatown. Jetzt fällt mir ein, wir haben wieder Zeit für ein bisschen Asia-Food, so ein bisschen Chinese Food. Oh, an dir vorbei jetzt hier. Oh, da bist du. Vollgas jetzt, an dir vorbei jetzt hier. Passt doch. Du bleibst da drin in der Straße, hab ich gesagt. Und da ist gerade so noch das lustige grüne Ding gesehen. So. Hey, ich. So, wo ist die nächste? Wo kommen wir als nächstes hin? Ich würde sagen, die da. Zu der da. Ich hab ein paar Benzinmarken übrig. Er läuft super. Ja, klar, sicher doch. Okay, hier. Hier mit der Kohle. Klar, okay. Wenn wir da sind, wahrscheinlich wieder zurückfahren oder so. Hier ist das Geld. Danke.
Schlüssel, Kumpel. Und du hast mich nie gesehen, klar? Ja, 11 der Zeit ist rum. 4 vor 6, das sieht doch super. Das heißt, wir müssen noch 2 Tankstellen anfahren. Das nehmen wir jetzt in der Folge noch mit und dann sind wir dann durch. So, hier durch die Lücke. So, hier lang rum. Hallo, war's auf meiner Seite, ganz klar. Es qualmt schon wieder ein bisschen. Klapp, klapp, da kommt auch eine Klappe hier. Wo will man dann? Ah, hier, den Weg hier. Jetzt da lang. Midtown. Rüber ausscheren, weil man kann mir nicht leisten. Den Kopf war es egal. Gehen wir geradeaus hier. Mal gucken, ob wir die Kombi hier kriegen hier. Kurz bis auf die Bremse steigen hier, rum die Kurve und Ausschau halten. Die nächste Tankstelle müsste ja eigentlich fast da sein. Zeit ist mal gut unterwegs. Ja. Ah, da sieht man ja schon die nächste Tankstelle. Und Lampe bei Ido. Keiner mochte die Lampe. Hey, wie wär's mit. So, wo ist die nächste Tankstelle? Die nächstgelegene Tankstelle wäre dann. Da. So. Ein paar Benzinmarken. Warum nicht? Das bleibt aber unter uns, in Ordnung? Kein Problem. Yep. Gilt aber auch für dich. Sicher. Geht klar, Mann. Okay. So. 5 vor 6 Tankstellen. Militärfahrzeuge hier. Also man sieht noch, wir sind noch im Krieg. Letzten Moment noch die Kurve gekriegt, ganz einfach mal kurz die Handbremse gezogen. So, jetzt sportlich Gas geben bis zur nächsten Kreuzung. Ja, hier, so doof, wenn man dicke Finger hat, wenn die Taste verfehlt. Ja, jetzt rumgezwirbelt. Gasgame hier. Schön geradeaus hier. Mal schön den Motor durchblubbern lassen hier. Ja, da hat niemand gesehen, dass ich mit irre ranrase. Oh, Tunnel. Tunnel ist super. Ich gehe über einen schönen Tunnel. Und Vollgas hier. Ja, schön Platz gemacht. Okay, Autos kaputt. Aussteigen. Ja, ja. Motor brauchen wir nicht mehr oben machen, weil wir haben keine. So, ein bisschen den Rauch wegwedeln, dann wird das alles gut. So, können wir wieder einsteigen hier. Kannst du mal weggehen, ich will mein Auto einsteigen. Das qualmt nur. Okay, was ist mit euer Problem da? Hey, das war mein Auto. Okay. Ich weiß nicht, was für ein Problem die haben, aber nicht meins. So, da sehe ich mal meine letzte Tankstelle. Und anhalten. Puppen. Hey, willst du vielleicht ein paar übrige Benzinmarken? Ja, aber klar. Ja, damit. Wo hast du die her? Ach, oh. Vergiss es. Will's gar nicht wissen. Sehr genau. Vernünftig. Okay, rück die Kohle rüber. Ja, klar. Spannend wäre aber überhaupt zu wissen, dass mit den Benzinmarken überhaupt lief und man damit Geld machen konnte. Halt würde mich mal interessieren. Okay, das war der letzte. Zumindest habe ich ein bisschen was verdient. Ich sollte zu Joe zurück. So, aber zu Joe fahren wir heute nicht mehr zurück, weil die Zeit ist nämlich rum mit Let's Play Mafia. Mafia 2. Mission schließen wir dann morgen ab. Da fahren wir schnell zurück und gucken, was uns dann erwartet. Bis dahin, ich bin Mac Burago und sag Servus und Ade.